Ja, hallo, ich bin der Günther Jeckle. Ich arbeite seit der Sonne in der Nacht-Tour 1984 für den Peter und beleuchte ihn seither. Diese Tour ist was ganz Besonderes. Wir wollen unseren Energieverbrauch senken. Wir wollen einen besseren CO2-Wert. Wir versuchen mit neuen technischen Komponenten, in dem Falle LED-Lampen, die konventionellen Scheinwerfer, 5000 Watt Fresnel-Scheinwerfer zu ersetzen. Wir halbieren die Leistung und haben aber trotzdem dieselbe Lichtausbeute. So, das ist im Endeffekt so ein kleiner Part, der das Licht dazu beiträgt. Das nächste ist das Gewicht. Wenn man mal hier guckt, hier hängen natürlich Tonnen von Equipment drin. Aber wenn man das wieder vergleicht, wir hatten die Bühne, eine ähnliche Bühne 1996. Da war das Ganze aus Eisengerüst mit Leierbauweise. Und hier heute ist es Aluminium-Leichtbau und mit zusammenfaltbaren Elementen. Und vor allen Dingen die Showbranche ist in dem Sinne nachhaltig, weil die ganzen Sachen wiederverwendbar sind. Diese Bühne, die war jetzt bei Silbermond auf Tour, ist jetzt bei Peter Maffay auf Tour und wird dann irgendwann mit Udo Lindenberg auf Tour sein und sieht jedes Mal anders aus. Jeder muss bei sich selber anfangen und wenn jeder ein bisschen was macht, wird es auch viel. Das ist eigentlich, was ich dazu zu sagen habe. Ansonsten wünsche ich euch gute Shows, wenn ihr euch die anguckt und dass ihr immer mal so ein bisschen im Hintergedanken habt, das, was da passiert. Das wurde 1,5 Jahre geplant und sich überlegt. Wir freuen uns dann immer, wenn es euch gefällt.